Willkommen zurück zu Harvest Moon. Leider hat unsere Hochzeit nicht funktioniert. Das ist wirklich sehr bedauerlich gewesen, weil es hat geregnet an unserem Hochzeitstag und damit verschiebt sich das Ganze bis in den Herbst. Das ist das Größte. Oh, das ist das... Ich finde keine Worte dafür. Okay. Erstmal die Ernte. Bewässern mit unserem Sprinkler. Das geht doch gut von der Hand. Oh, ich bin so stolz auf mich. Endlich hat sich dieses Problem erledigt. Haben wir noch was dabei? Ah, okay, die Sichel. Da gucken wir nach unserem Gras. Ich habe ja noch mehr Grassamen gekauft. Die müssten wir auch mal anpflanzen. Das müsste jetzt klappen hier. Ganz genau. Aber dazu müssten wir auch mal erstmal anlegen, ne? Finde ich. Also, ne? Ihr wisst schon. Ich glaube, das machen wir auch. Aber erstmal George und seine Hühner-Family. Oh Gott, es wird immer mehr. Warum legen die Eier eigentlich irgendwo hin? Warum haben die kein Nest oder so? Naja. So sei es. Ja, wahrscheinlich, weil ich kein Nest gemacht habe für die. Haha. Macht nix. Geht alles gut. Jedes Ei bringt Kohle. Aber weh, es steht mir im Weg rum. Je mehr es werden, desto blöder wird's auch. Ihr seid immer noch... 8. Für die Küken übrigens kein Futter. Werde ich schon mal gesagt haben. Und so ist dem auch. Die Küken ernähren sich von... Ja, sie sind Kannibalen wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ach, aus dem Weg. Damit hätten wir das. Damit haben wir schon wieder alles Wichtige erledigt. Ja, wir tun ein bisschen Gras anpflanzen, komm. Wir haben noch zwei Päckchen. Das wird spannend. Ach so. Na egal, macht ja nichts. Zu einem will ich auch hier die Löcher wieder, naja, zumindest umpflügen. Hey, Kohle. Die sind entstanden durch den Sturm. Es gab eines Tages einen Sturm. Wer das nicht mitbekommen hat, der hat alles verwüstet. Okay. Arbeit macht das Leben süß. Oder kaputt. So. Wir können, wenn wir im Herbst halt noch das Ganze mähen können, sollten wir jetzt im Sommer noch anpflanzen. Gut. Hühner, Ernte, Gras. Alles erledigt hier. Ich habe aber keine Lust, Bäume zu fällen. Was ich hier mache, ist auch ein bisschen unnütz. Oh, das war's kaputt. Aber da komme ich gar nicht dran, hey. Egal, scheiß drauf. Das eine Ding juckt mich nicht. Was haben wir für einen Tag jetzt? Dienstag? Es ist 2 Uhr. Wir können nichts mehr drehen dran, Leute. Mittwoch, 29. Donnerstag, der 30. Freitag ist der 1. Herbst. Am 2. Herbst werden wir dann heiraten. Keine Eva hier. Puh. Wir bringen ihr diese Superbeere, die so toll riecht. Die mag die. Typisch Weiber.
Na gut. Dann können wir uns wieder ins Bett legen. Also der Herbst steht vor der Tür. Ich habe immer Angst, dass euch das Let's Play langweilt, weil es halt oft immer dasselbe ist. Ich habe gemerkt, das interessiert euch. Finde ich gut. Weil mich interessiert es auch. Und ich finde es auch interessant. Zwar nicht hier rumzulaufen, aber wie sich so alles aufbaut, habe ich schon in Part 1 gesagt. Eine schöne laue Nacht. Mein Gott. Treibt sich immer noch bei den Säufern rum. Die könnte bei mir auf die Farm. Bauer sucht Frau. Dum di dum di dum. Okay, gehen wir schlafen auf. Wenn wir am nächsten Tag nichts mehr zu tun haben, sollten wir vielleicht ein bisschen Holz hacken. Wie viel haben wir denn? 500 brauchen wir. Ach, das geht ja, hey. Wir hatten zuletzt nur 90 oder so. Also wenn wir immer mal wieder ein bisschen Holz hacken, dann haben wir alles, was wir brauchen. Ich möchte vor dem Schlafen gehen in mein Tagebuch schreiben. Om nom nom nom. Was habe ich jetzt alles dabei? Nur Scheißzeug, ne? Toll. Aha. Können wieder einiges ernten. Das freut mich. Es gibt Kohle. Auch das hier, durch den Sturm verwüstet. Katastrophal. Ich frage mich, warum die Tomaten verschont geblieben worden sind, aber der Mais nicht. Das ist ein bisschen mysteriös. Ein Fall für Galileo. Aber ich glaube, das ist echt Zufallsprinzip. Was zerstört wird. Oder weggeweht. Wie man es nehmen will. Und wie gesagt, wenn wir später ein Pferd haben, ich glaube, das erscheint am ersten Winter und wird dann wachsen müssen, dann müssen wir nicht jedes Mal zu dieser Transportbox laufen. Zu dieser Sammelbox. Was die Kühe angeht, die lasse ich im ersten Jahr total außer Acht. Kein Bedürfnis, mir jetzt noch Kühe zuzulegen. Ich habe genug mit meiner alten Kuh der Frau zu kämpfen. Okay. Haben wir alles drin? Jetzt gucken wir erstmal nach den Hühnerpack. Und gucken mal. Ein Küken ist geschlüpft. Nix Ei, gleich rein. Meine Fresse. Ist hier was los, oder? Ihr seid alles Abkommen von George. Der hier auch noch rumlungert, aber ihr seht euch alle so ähnlich. Dann muss ich dann erstmal zählen, wie viel das sind, weil es sieht mir irgendwie mehr aus. Oder es kommt mir nur so vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind immer noch 8. Aber schon bald wird das nächste Küken erwachsen sein. 3, 4, 5, 6. Jetzt die 7. Pack noch die 8 drauf, komm. Mittlerweile nehmen die Hühner auch schon wieder den schwierigsten Part. Ich nehme das und das. Aber natürlich nicht so. So machen wir das. Den ganzen Kram gießen. Ihr kennt das alte Spiel. Ihr kennt das alte Spiel. Om nom nom nom. Bekomme ich echt auch Hunger, ey. Tada. So. Und hier? Das sieht reif aus. Das ist reif. Für die Klapse. So. Haben wir denn hier ein Plus oder ein Minus? Hey.
Ein Minus. Aber wir haben ja gepflanzt noch. Jetzt holen wir uns die Axt. So ein bisschen Holz hacken. Nur ein bisschen. Eine Runde durch den Wald. Na egal, was wir davon mitnehmen. Ist doch scheißegal. Brauchen doch eh beides jeden Tag. Müssen so oder so wieder in die Hütte laufen. Na du, Rudi. Dass man mit dem Hund echt nichts anfangen kann. Ich finde das, naja, gut. Ja, immerhin läuft er rum. Ein grafisches Detail. Dass man nicht so sich allein fühlt auf der Farm. Oh, Alter. Kann er mir nicht aus dem Weg gehen? Nee, das bringt nichts. Wie viel Uhr haben wir denn? 3 Uhr? Schon wieder? Ich meine, um 4 Uhr geht die Sonne unter. Und bleibt die Zeit stehen. Nee, bei 6 Uhr. Um 4 Uhr kommt der Händler. So war das. So war das. Ach, heute nicht angeln. Kein Angeln heute. Wir müssen was für unsere Zukunft tun. Ach, wie schade, wie schade, wie schade. Wie gesagt, mit der goldenen Axt einmal draufschlagen und das Ding ist kaputt. Schade eigentlich. Dass wir die jetzt noch nicht haben können. Aber hey, was soll's. Jetzt ist es schon ziemlich kaputt. Na egal, dann lassen wir das. Schnapp dir die Blumen, ab zur Alten und dann ins Bettchen. Der typische Arbeitsablauf. Arbeitsablauf? Der typische Tagesablauf. I'm walking. Yesterday I'm talking. Da 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 da. Da 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 da. I'm walking. Da 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 da. Hallo. Das riecht aber gut. Ich will gar nicht wissen, wie viele Herzen du hast. Okay, sie wird immer noch bei 7 Herzen sein. Weil so schnell geht das jetzt auch wieder nicht. Moment mal, was haben wir? Okay. Morgen haben wir den letzten Sommertag. Ja, ich denke, den werden wir uns nochmal angucken. Also, na klar. Ja, dann machen wir halt mitten im Tag. Dem Paar zu Ende. Das wird schon klappen. Ist doch kein Problem. Ihr wollt Harvest Moon, ihr kriegt Harvest Moon. Deswegen ab in den nächsten Tag. Aber lasst mich etwas trinken. Rudi hat gebellt, habe ich gemerkt. Das sind so Sachen, um die können wir uns gut kümmern, weil... Wenn so ein Zaun kaputt ist, wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Zeit durch den Sprinkler. Na Rudi, kannst du mir nicht mal zeigen, wo es ist? Die eine Stelle kenne ich ja noch. Ja, darum könnten wir uns jetzt kümmern. Heute, diesmal. Hier und jetzt. Okay, da ich das habe, erstmal ans Gras kommen. Mal gucken, ob es da was Schönes gibt. Für meine Begriffe sieht es nicht so fertig aus. Und dem ist auch so. Okay, George. Mann, Güte. Meine Herren, ich fühle mich jedes Mal erschlagen, wenn ich hier reinkomme. Meine Herren hier. Ihr seid vielleicht welche. Oh, ey, der wollte mich doch verarschen jetzt. Habt ihr das gesehen? Verschwinde bloß. Habt ihr das gesehen, ey? Du kommst nicht vorbei. Nein, du kommst nicht vorbei. Nein, nein, niemals. Na gut. Machen wir hier Ende, Schluss, aus, Mickey Mouse. Leute, weiter geht's im nächsten Part. Also, ich hab'n Küken.
Ich wollte es schon dahinlegen zum Fressen. Bis zum nächsten Mal und ciao.